So, hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pathfinder Kingmaker. Endlich habe ich den Schulz von Lamashtu gefunden, was einfach mal null im Norden war, ja? Also, whatever, ja? Norden ist offenbar was anderes hier. Jedenfalls haben wir es jetzt endlich gefunden. Und hoffen wir mal, dass... Oh Gott, es sind irgendwelche Gewölbe. No! I don't like it. Not tired. Legs weak. Stomach empty. Das fängt ja gut an, sagen wir es mal so. Ich kann ja nicht. Da war ja was. Warum will denn das nicht? Ich weiß, dass ich hier nicht kochen kann, deswegen ist ja auch keiner beim Kochen. Okay. Wir gehen kurz raus. Damit ich mich heilen kann, um dann wieder reinzugehen. Ja, einmal mit Profis und so. So. Sind jetzt alle ausgeruht? Oder muss ich das nochmal machen, weil keiner gekocht hat? Nein. Gut. Jetzt können wir endlich da reingehen. Kästen. Kästen. This strike, my masterpiece. Kästen. Also ich näher schön Kästner auf und versucht seinen Kopf zu heben. Du siehst riesige, tiefe Krallenspuren, die seinen Körper nach dem Angriff des Eulenbären ziehen. Es ist eine Wunde, dass er noch atmet. You came, Capital. Abadar be praised. Gestern Abend keucht mit einem, dann sinkt sein Kind auf seiner Brust und er bewegt sich nicht mehr, ist tot. Oh no, Kirsten. Das ist gemein. Das ist gemein. In due time. Heißt, du kannst entweder Kästen retten oder. I believe I found something. Fucking course, ich sehe. I shall end this suffering. Kästen oder den Kleriger-Typen reiten. Warum halten die Moppelspinnen so viel aus? Der Morkinet. Das ist selten gut. Oh. Warum rennt der weg? Running won't help you! We see. We keep. Oh, fucking course. This wound, my gift to you.
am your end. I'm restless. Hope it not fight back. Best kind of fight. Ach so, die kommen aus der Falle oder was? Tristan möchte sich nicht mehr bewegen. Okay, alles klar. Is going on. Was ist das denn Schönes? Kann ich das meinem kleinen Knock-Knock geben? Ein Knock Knock kann auch was Zweihändiges anziehen. Interessant. Warum hat er dann diese zwei kleinen Kackdinger in der Hand? Süß. Kann ja auch mehrere Sachen hier machen, ne? So. Was ist da? Was ist denn mit dir los hier? Permanente Spinne. Was soll ich jetzt machen? Ich sage im Physik gefährlich robuster Kleber Fäden. Wer sich daran verfängt, ist gefangen. Die Fäden in einem Spinnennetz sind aber deutlich größer und robuste Kreaturen, die in den Spinnen gerade verfangen sich in. Ja. Klingt dir. Kann man wer den hier irgendwie freischießen? Ja. Schule bisschen, ja. Ich meine, was mache ich jetzt mit dem? Der steht jetzt hier einfach so rum. Es kommt hier eine riesige Schnecke. Hier nicht sowas wie. Share my path. Und nun, was machst du mit ihm jetzt? Oh, er konnte sich bewegen. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, jetzt muss ich hier ohne meinen Heiler rumrennen, das wäre ja. Das wäre ja eskalativ geworden, du. I'm there. Ooh, shiny thing. I do what I must. Das ist aber auch noch so eine riesige Map hier, ne? Something out there. Masterpiece.
I'm on. Did it without breaking it. We've downed better ones. This wound, my gift to you. I am your end. Ich glaube, hier geht's wieder raus. Oder? You see that? Nee, gar nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? What? I wish there was another way. I got you. Oh, warum müssen das immer Spinnen sein? Warum können es nicht mehr andere Sachen sein als Spinnen? Dicke, fette Moppelspinnen. Oh, das sind das. Warte. Ja, diese fucking Spinnen-Pisos. Endlich. Ach du Scheiße. I believe I found something. Ich bin ja kein Fan von so Pseudo-Labyrinthen. Dawnflower, guide my hand. What's that? Something else. Das wäre gerade besser. Quatsch. Das ist doch einhändig, oder nicht? Warte mal. Ich glaube, der haut gerade mit dem Fäusten drauf. Das geht natürlich auch. Where now? Komisch.
So, I'm there. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier hinlaufe. So, eine lange Reise durch die Höhle rund um den Silberstufensee führt unsere mutigen Helden zu einem weiteren engen Spalt in der Wand. Diese Spalt sah allerdings anders aus als die vorherigen. Uns wurde langsam bewusst, dass wir uns etwas Geheimnisvolles näherten, etwas Magischen. Die Vegetation an den Wäldern und am Boden der Höhle wurden immer seltsamer. Schimmer und Flechten wichsen riesigen Blumen, gewaltigen Pilzen und einigen Büschen voller bunter, prächtiger Beeren. Der Spalt selbst war ebenso seltsam wie seine Umgebung. Im Inneren schien vollkommen Dunkelheit zu herrschen und Trichten und Tiefen. Was allerdings dahinter lag, konnte keiner von uns erahnen. Wir spürten einen Windhauch, der rhythmisch aus dem Spalt kam und ging, wie der Atemzüge und der Staub in der muttrigen Höhle auffüllen. Was taten unsere Helden? Haben sich umgesehen. Okay. Man musste kein Träger sein, um zu erkennen, dass die Pflanzen unter unseren Füßen gelinde gesagt ungewöhnlich waren. Sie waren zu groß und zu hoch und die riesigen Blumen hatten unnatürliche Farben, die unseren Augen schmerzen ließen. Vielleicht lag es an der Erde, in der sie wuchsen, aber wer konnte es schon mit Gewissheit sagen? Die Pflanzen bedeckten nicht nur den Boden, sondern auch die Wände. Hier und da konnten wir in der Dunkelheit strahlende Inseln, leuchtende Flechten sehen. Als wäre denn noch nicht faszinierend genug gewesen, wuchsen aus den Flechten Stängeln, an deren Ende große, vielfältige Früchte hängen. Vielleicht hätte der Wind die Samen dieser seltsamen Pflanzen durch den engen Spalt geweht? Schließlich war er stark genug, um den Staub in der Höhle aufzuwirbeln und die Haare unserer Gefährten zu teilen. Wie aus einem Stichwort wurden wir in einen schwachen Pollenduft gewahr, der von der anderen Seite des Spalts kam. Vielleicht lag dort der Ursprung des eigentümlichen Gartens. So, weiter. Wir rüsteten uns und beschlossen zu handeln. Der erste von uns begann, sich fluchend und keuchend durch den Spalt zu zwängen, gefolgt von euren bescheidenen Dienerinnen. Da der Chronist der Baronin auch der kleinste Detail nicht entgehen darf, musste ich möglichst weit vorne bleiben. Dieses Mal war der Pfad zum Abenteuer ganz und gar nicht nach unserem Geschmack. Der Spalt im Fels war selbst für mich zu schmal und führte uns immer tiefer in das Gestein. Er wand und schlängelte sich, bis ich völlig die Orientierung verloren hatte. Der Wind von der anderen Seite wurde stärker und wehte uns ins Gesicht. Er brachte neue Gerüche mit sich. Frisches Gras, duftende Knospen, süße Blüten. Dann plötzlich hatte ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Der Pfad war einem Erdloch gewichen. Während mir das Blut in den Kopf stieg und mein Magen nach unten sank, hatte ich ein eigenartiges Gefühl des Schwindels. Mein Körper wurde in zwei Richtungen gleichzeitig gesungen, als würde er durch eine seltsame Wand geteilt, die hier von dort trennte, bis ich schließlich vollends dort und nicht länger hier war. Ich hatte keine Zeit, mich zu fürchten. Mein Sturz war schnell und meine Landung sanft. Wir fielen auf ein Kissen aus dichtem, hohem Gras. Ich rappelte mich, euer bescheidene Diener rappelte sich auf, blickte sich augenblicklich um und fragte, was geschehen war. Wo war sie mit der mutigen Baronin nur hingeraten? Ich muss gestehen, selbst mir fiel es schwer, die richtigen Worte zu finden, um zu beschreiben, was vor unseren Augen lag. Okay. Where the fuck are we? Schon wieder dicke, fette Moppelspitz. Der Vogel mit den hellen, leuchtenden Federn singt weiter sein Lied. Warum kann ich mit dem Vogel reden?
Der Vogel mit den hellen leuchtenden Federn singt weiter sein Lied und zeigt keinerlei Furcht, als du dich ihm näherst. Geil. Dann habe ich den mal in meine Hosentasche gelegt. Ich habe jetzt irgendwie einen Vogel im Inventar. Das finde ich aber auch merkwürdig. Irgendwo hatte ich einen Vogel im Inventar. Erzähl doch nicht. Wo ist denn der jetzt? Ja, da. Hallo, Vogel. Was geht? So, jetzt muss ich das hier wieder verwalten, damit ich wieder am Kochen bin hier. Healing is my goddess's greatest gift. If only I didn't have to use it so often. Heult ihr gerade rum, weil ich so oft heile? Fuck you, Tristan. Geheimnisvoll. Was soll ich denn mit diesem Vogel machen? In due time. Ja. Hoch. Sie kommt, sie kommt. Wie kann sie es wagen? Sie ist verloren. Strafe, wir verlangen eine Strafe. Okay. I'm there. Das ist bestimmt unsere komische Triade, hä? Listen to me, trespasser. You sought a kingdom. I seek something simpler. Apology. Get ready. Get scared. Listen. As you sought to steal a kingdom for yourself, so must you do again. A thousand times over. For a theft, a true theft, must be practiced to be earned. It will be a lengthy task. This is how it shall be measured. Oh, indeed. Make ruins of kingdoms. When each is dust, the grains shall gather in this vessel. When a thousand grains are gathered, bring it before us as an offering, so that an eldest may sip from it. Ashes. When that is done, your trespass shall be forgiven. Where will I find so many nations? It is an impossible task. No, let your unrequited love guide you. Guide you your first game, so it shall again. Seek it, hunt for it, lust for it. Let the emptiness inside you become your deadliest weapon. It is not an impossible task. After all, what use is an apology that cannot ever be given? Okay. Ich glaube, Elena ist wirklich gerade ihre Hintergrundgeschichte. Der Ablingspodium macht dich nervös. Es sind keine Schellen oder Fesseln, aber das Podium wirkt dennoch bedrückend. I do what I must. Huh? Okay, also offenbar komme ich hoch. Alter Knob.
Der Gnom sieht alt und erschöpft aus. Er ist mit seinem Staubschicht bedeckt, als hätte er sich lange nicht bewegt. Sein Rücken ist krumm und als du dich ihm näherst, hebt er den Kopf und blickt dich lächelnd an. Komm, Kind. Tritt näher, hab keine Angst. Der Klang deiner Schritte erinnert mich an. Der Gnom neigt den Kopf und verstummt, obwohl sich seine Lippen weiter bewegen, als würde er leise mit sich selbst sprechen. Ich habe etwas selbst mit einer Vision, eine Frau und viele andere im Nebel. Sie sind vor mir erschienen und wieder verschwunden. Die Göttin kam einst hier vorbei, die Stolze, die Verbitterte, die so tief gefallen ist und sich dennoch nie beugte. Ihre Schritte hallen noch wieder, schmeckt die Stille, das Salz in der Luft sind ihre Tränen. Und wenn du blinzelst, siehst du etwas im Augenwinkel, einen Schatten, eine Vision, eine Erinnerung. Ein seltsames Leuchten funkelt in den Augen des Gnoms. Ich habe dich vorhin einen Augenblick lang für sie gehalten, wie du gehst, die Macht, die du ausstrahlst. Mit einer gespenstischen Krone, einem neugeborenen Königreich auf deiner Stirn. Sie ist unsichtbar, doch ich sehe, welche Böde sie für dich bedeutet. Ihre Verbindung zu ihr, die gefallen ist, ist stärker, als du denkst. Okay. So viel Bedeutung kann in einem einzigen vielleicht verborgen werden, frag nur. Monster gelangen durch Portale in meine Gefilde. Was weißt du darüber? Monster? Nein, nein. Das sind nur verängstigte Kreaturen. So wie du und ich es wären, wenn wir so weit von zu Hause entfernt wären. Sie leben seit ewigen Zeiten hier und mit mir und waren meine einzigen Freunde, ehe die Blüte die Welt zerriss. Das ist nicht ihre Schuld. Vernichte die Blüte, dann werden sie deine Welt nicht länger heimsuchen. Oh, richtig, sicher. Die Bestien trifft keine Schuld. Sie hatten einfach Hunger. Aber so gesehen trifft mich auch keine Schuld, oder? Ich wollte ihnen nur die Köpfe abschlagen. Natürlich, niemand ist an irgendwas schuld. Du hast viel mit ihnen gemeinsam. Wie kommen wir von ihr weg? Der Gnom wendet sich ab und blickt murmelnd zu Boden. Nach einiger Zeit wendet er sich wieder zu. Es ist möglich, diesen Ort zu verlassen. Es ist möglich, La. Aber um überzutreten, musst du ihren Zorn auf dich nehmen. Finden kannst du ihn jedoch nicht. Du musst ihn wecken. Du musst ihr folgen, der Göttin, die gefallen ist. Du musst die Welt durch ihre Augen sehen, ihre Stimme unter Tausenden von anderen Stimmen erkennen. Beschreite ihren Pfad, wecke ihren Zorn, dann kannst du nach Hause zurückkehren. Wer ist diese Göttin, von der du sprichst? Sie wollte mehr werden, als sie war. Sie hat es gewagt, etwas für sich zu beanspruchen, was ihr nicht gehörte. Das Lied ihres Stolzes war so mächtig und wurde so schnell zum Verstummen gebracht. Nur eine Nacht, eine einzige Nacht in ihrem Gefängnis, in Einsamkeit, in Erwartung ihres Schicksals und aus ihrem Stolz wurde Angst. Und Angst gräbt sich tief ein. Wie das schlimmste aller Gifte. Verzweiflung. Weißt du, wie dieses Gefühl schmecken, Kind? Komm nicht auf den Gedanken, dieses Gift zu trinken. Bringe einen Tropfen davon an den Ort, an dem die Samen des Zorns sprießen. Wenn der Zorn erwacht und alles um sich herum erfüllt, bist du deinem Zuhause einen Schritt näher und dem Sieg über die Blüte. Folge meiner Geschichte, beobachte alles genau, höre gut zu. Unbekanntes kann im Bekannten liegen und vieles Ungewöhnliche liegt verborgen hinter dem Gewöhnlichen. Nimm meine Laterne mit, sie wird dir den Weg weisen und wisse dies. Es wird nicht heute und nicht morgen sein, aber du wirst die gefallene Göttin zurückrufen. Okay. Okay. Also er hat mir irgendwie was gegeben. Er hat mir eine Laterne gegeben, die ich irgendwo habe, aber nicht sehe. Ach, da, Tom. So, also der ist ganz unten. Hier ist die Laterne. So. Kann von diesem Charakter genutzt werden. Ausrüsten. Okay. So. Aha, mit der Laterne komme ich hier durch. Das ist natürlich. Das ist natürlich praktisch. So stehe ich, höre nicht einmal meinen eigenen Herzschlag. Schlägt mein Herz überhaupt noch in meine Brust oder habe ich sie mir das auch genommen? Verflucht, verflucht, alle im Schweigen. Was soll ich nur tun, was? I believe I've found something. Oh, open that way, Mac. Something out there. What's that? Yeah.
I believe I found something. Something out there. Repent. Ich glaube, hier hinten ist nix. Ja, hier habe ich ja mal gerastet. So, dann kann ich jetzt theoretisch hier drüben durch, ne? Ja. Ah, a test of my abilities. This wound, my gift to you. Warte mal. Ich kann nicht lange, wenn Feinde in der Nähe sind. Okay. I'm listening. So kann ich ihn nicht schlagen, wenn Feinde in der Nähe sind. Bullshit, hier sind doch gar keine Feinde in der Nähe. Zählt ja schon wieder für Uzi. In due time. Ach, hier geht's. Klar. Ich wollte gerne lagern, wenn es geht. The trials and tribulations of your fruitless land have hardened you, Amiri. That's right. A southern boy like you wouldn't last a day with us. You'd either freeze or someone would eat you for a snack. Amiri. Hoch. Vogelknochen. Okay. Oh, okay. Ich kenne jetzt immer so neue Fragen, noch mehr Fragen. Wer bist du? Ich bin ein einfach mal ein Relikt der Vergangenheit. Sind wir in der ersten Welt? Wo sonst? Okay. So, was habe ich denn hier für eine Quest jetzt eigentlich noch? Endlich haben wir den Ursprung unseres
Eine Höhle mit einem Schloss der Maßschuss. Sie müssen irgendwo auf Schlösser sein. Wir müssen sie schnellstens finden. Also es geht wirklich um unsere werte Nymphe. Wie mir scheint. Vogelknochen ins Wasser werfen. Die Knochen des Vogels erscheinen in der Tiefe des Teichs und plötzlich bewegt sich die Wasseroberfläche, verdüstert sich, schäumt. Das Wasser ändert seine Farbe und wirkt nun unruhig, zornig und bedrohlich. Wasser aus dem Teich schöpfen. Und jetzt? Was mache ich jetzt mit dem Wasser? Dunkel und bedrohlich geworden. Vielleicht möchte ich jetzt das Wasser da drauf ditchen. Klingt das was? Ein Film mit vergiftetem Wasser aus dem Teich. Kann ich mich nicht hier hinlegen irgendwie? Natürlich nicht. Versuche jetzt mal zu schlafen, vielleicht tut sich ja da auch irgendwas, wenn das Wasser da bleibt. Wenn nicht, müssen wir das halt irgendwie mitnehmen. Und irgendwo anders hinbringen, nehme ich an. Wahrscheinlich soll ich das Zeug mitnehmen, ha? Was getan hat sich hier offenbar jetzt nichts. Also der Vogel ist gestorben, das haben wir mitgekriegt. Hoch. Hab ich mal eiskalt aus dem Bildschirm geklickt. I shall end this suffering. I see something. Me see? Me keep. Here. Not more runner and talker than fighter. Geht's denn hier hin? Niemand wird je wieder meine Tränen sehen. Weder die Sterblichen aus Golarion noch der, der mich verflucht hat. Ihr wollt mich sehen, my lady? Meine Feldlerche. Euer Lied ist heute so traurig. Was bedrückt euch? Euer letzter Befehl, my lady, er macht mir Angst. Der Samen einer immer blühenden Blume ist fast bereit, wie ihr es gewünscht habt, aber wozu wird das führen? Die Blume hat große Macht, Macht, aus der etwas unfassbar Böses geboren werden kann. Monster, die zu Hunderten in Golarion einfallen, auf einer geschäftigen Reise in einer beliebten Taverne neben der Wiege eines Säuglings. Genau das brauche ich. Er wollte Königreiche in Trümmern sehen. Das wird er. Ah ja. Tear them apart! Let's see what they're made of. Hey.
Ich wollte mal kurz gucken, ob man mit dem irgendwas machen kann. Ja. Head on. Wo bin ich denn? Warum bin ich hier unten? This will be quick. What's going on? Und jetzt? In due time. I'm not afraid. Oh. Ich komme einfach irgendwie Spinn aus dem Nichts. Wofür habe ich denn das Wasser jetzt eigentlich? Nee, noch nicht. Vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Was hätte ich gedacht, wir müssen irgendwie hier lang. Aber vielleicht auch hier lang. Aber irgendwie auch nicht. Nee. Oder? Schwierig. What?